Sebero-Review. Wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Darkblend-Preis. Setup-Empfehlung, Funnel, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Funnel, wäre Setup-Empfehlung, aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. So, wir bauen uns den Softdrink von Sebero. Das ist ein Cola-Flavor und den bauen wir uns jetzt. So sieht jetzt der Kopfbau vom Softdrink aus. Wieder fluffig gebaut über den Rand, dass wir Kontakt haben. So, wir starten mit dem Softdrink von Sebero. Cola-Note, Cola-Flavor und Cola an sich relativ gut getroffen. Ich würde sagen, geht so in dieser Haribo-Cola-Flächenrichtung. Aber es gibt einfach bessere Cola-Sorten. Der hat am Anfang so eine bisschen komische Note. Beim Ausatmen hat man dann so die typische Cola-Flächennote. Gibt aber, wie gesagt, auf jeden Fall bessere. Ist ganz solider, aber im Vergleich, was man sonst so von Sebero kennt, würde ich den eher unten einordnen. Kann ich mich dem Alex anschließen? Man hat am Anfang eine komische, undefinierbare Note. Im Abgang sind es eigentlich leckere Cola-Fläschchen. Also er ist für einen Cola halt, er ist gut, aber bei Cola gibt es halt viele andere Marken, die echt gute Cola-Flavor haben. Und da würde der klar drunter fallen. Also wenn ich jetzt überlege, was hole ich mir an Cola, dann wäre das auf jeden Fall nicht der Sebero. Gehe ich auf jeden Fall mit. Mir fehlt hier auch die Süße, wenn ich ehrlich bin, bei der Cola. Und das am Anfang, das ist einfach nicht geil. Und das macht es halt kaputt, finde ich. Also ihr macht den ganzen Flavor kaputt. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr zieht, dann habt ihr direkt diesen komischen Geschmack und dann kommt erst Cola. Und das ist es nicht wert. Ganz einfach. Obwohl ich noch ergänzend sagen muss, ich finde, in Mischungen hat man diesen Anfanggeschmack nicht so, sondern wirklich nur diese Cola-Note. Mhm. Aber auch dann gibt es doch bessere, auch, oder? Ja, genau. Es gibt halt natürlich. Das wollte ich nur ergänzend sagen, ja. Weil bei Mischungen ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Ich hatte jetzt ein, zwei Mischungen gehabt und da hatte ich diese Note am Anfang nicht. Wir können ihm einen Nischenspot geben. Der Nischenspot ist, Leute, die unbedingt Cola rauchen wollen, aber einen möglichst einfach zu rauchenden Darkblend haben wollen. Ja. Ja. Aber auch dann würde ich sagen Darkside. Ja, Darkside Base, ja. Ja, Hola. Ja. Ich glaube, Sebero ist Nikotin-Level-mäßig ziemlich nah an Darkside Base übrigens. Ja, dann würde ich sagen Hola von Darkside. Ja. Also, ist schon besser gewesen, finde ich. Ja. Hast du recht. Ja. Hast du einfach recht. Habe ich einfach recht. Ja. Also der ist es nicht. Nee. Ja. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.